nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Berseri. Lebenskraft 2013, 25 Jahre eine Messe, die Alternativen zeigt, viele Produkte, Dienstleistungen und Möglichkeiten, die so geballt nirgends zu sehen sind. Wir gehen einmal rein und schauen uns an, was die Lebenskraft dieses Jahr zu bieten hat. Hinter mir sehen Sie die Ausstellung Naturwesen, eine Sonderausstellung zu einem ganz außergewöhnlichen Thema. Und wenn wir uns diese tollen Bilder anschauen, dann sind wir ganz überrascht, was die Natur uns neben Pflanzen, Tieren und sonstigen wunderbaren Geschöpfen auch noch zu bieten hat. Der zweite Teil der Ausstellung beschäftigt sich mit Lichtwesen. Auch eine außergewöhnliche Erscheinung, die fotografisch festgehalten wird. Schauen Sie sich das an. Außergewöhnlich und interessant. Viele Dinge finden sich auf der Lebenskraft 2013. Auch die Themen, die mehr ins Mystische gehen, hellsehen, Kaffeesatz lesen, Karten legen. Wir wollen einmal nachfragen, was sich genau dahinter verbirgt. Und dann bin ich froh, dass sie sich zur Verfügung gestellt hat. Mahara, Sie befragen wir einmal, was denn da alles so dahinter steht. Was machst du denn, Mahara? Ich mache Kaffeesatz lesen, Karten lesen und Numerologie. Kaffeesatz lesen, was muss ich mir denn darunter vorstellen? Du trinkst einen türkischen Kaffee, wir drehen nachher den Tasse um, das ist ein Orakel, kommt von osmanischer Zeit. Und dort drinnen sehen wir Orakel für die Zukunft. Was jetzt gerade dran ist, es ist sehr, sehr detailliert, vor allem es ist sehr gut beim Personenbeschreiben. Wie lange machst du das denn schon? Ich bin Türkin, ich bin reingeboren, von klein aus, ich weiß nicht mehr. Ich habe das gelernt von kleines Kind her. Diese Fähigkeit, hast du das schon als kleines Kind so gespürt, wie du das heute umsetzt, oder wurde das stärker und stärker? Ich bin wirklich sehr, sehr in einer spirituellen Familie aufgewachsen und ich habe das von klein her gehabt, also in der Familie durfte ich ausleben, aber damit man das lesen kann, muss man ganz stark eigene Fähigkeit haben. Aber man wächst wirklich viel besser rein, wenn man in so eine sehr schöne Familie wachsen darf, was sehr spirituell ist. Das heißt, ich kann zu dir kommen, wenn ich etwas aus der Zukunft wissen will. Wie arg beeinflusst das den Mensch nicht sehr stark oder ist es für ihn mehr Hilfe und Lösung? Es ist sehr unterstützend, weil jede Entscheidung, die man heute trifft, man tut ja selber für die Zukunft Entscheidungen treffen. Aber was jetzt genau ist, welche Wege zu einem offen steht, es hilft beim Entscheidung treffen. Was ist so mehr dein Steckenpferd, die Numerologie, das Kaffeesatzlesen oder das Kartenlegen? Es ist so, die Numerologie, dort geht es wirklich um Persönlichkeitsentfaltung, das heißt, welche Lebensaufgaben haben wir eigentlich? Welche in der seelischen, welche in der Bewusstseinsebene, welche versteckten Talente haben wir? Welche Berufe sind geeignet? Wie kann man Kinder besser in der Erziehung unterstützen? Welche Personal sind in welche Abteilungen geeignet? Oder warum läuft eine Firma nicht? Welche Energie von dem Namen stimmt nicht? Das ist ein ganz anderer Business, ein anderer Weg, eigentlich Entwicklung.
und Kaffeesatz lesen und Karten lesen, da geht es wirklich um Informationen zu bekommen, wo ein bisschen versteckt sind, wo wir vielleicht uns nicht Gedanken gemacht haben. Das unterstützt uns für die Zukunft, dass wir unsere Entscheidungen besser treffen können. Das hört sich natürlich alles wahnsinnig interessant an. Das heißt, du kannst nicht nur Privatleuten helfen, was Zukunft und Vergangenheit betrifft, sondern über die Numerologie auch Unternehmern helfen, die vielleicht am falschen Ort sitzen, in der falschen Firma ihre Tätigkeit verrichten und so weiter. Bist du gut ausgebucht in der Schweiz? Ja, ich bin echt gut ausgebucht, habe immer viel los. Das freut mich ganz arg. Das heißt, die Zuschauer von uns, die dich erreichen wollen, wir blenden deine Website ein und deine Telefonnummer. Und dann, wer Interesse hat, der kann deine Dienste gerne in Anspruch nehmen. Ganz herzlichen Dank, Mara. Ich danke dir, dass du gekommen bist und wünsche dir auch einen schönen Tag noch. Ganz lieben Dank. Liebe Zuschauer, wenn Sie etwas wissen wollen, was vielleicht bei Ihnen gerade nicht so läuft, wie es laufen soll, dann fragen Sie Mahara, sie hat bestimmt für Sie die passende Antwort. Ich gehe hier durch die Messe Lebenskraft und plötzlich bremst mich ein rhythmisches Trommeln. Trommeln, eine Geschichte, die auf sehr alte Traditionen zurückgeführt wird. Ich spreche jetzt mit der Karin Lochmatter. Karin Lochmatter, hallo Karin. Karin, wenn ich bei dir in den Stand hineinschaue, sehe ich eine wahnsinnig breite Anzahl ganz unterschiedlicher Trommeln. Was hat es denn damit auf sich? Also die Trommeln, die du hier siehst, verkaufe ich nicht. Das sind alles Trommeln, wo meine eigenen Prozesse drinstecken, wo ich mal gemacht habe mit eigenen Themen und wo ich dann so gemerkt habe, was es aus mir macht, was es mit mir macht, habe ich dann meine therapeutischen Sachen schon von vorher in diese Trommeln hineingebaut und dann das auch den Leuten angefangen anzubieten und sie können zu mir kommen und sich eine Trommel selber machen. Da schauen wir mal ganz nach vorne hin, was da liegt. Mhm. Was sehe ich denn da? Da sehe ich jetzt, wie man eine Trommel zusammenbaut. Ja, das sind so die verschiedenen Schritte, die ich hier liegen habe. Wenn man zu mir in den Trommelbau kommt, also lege ich sehr großen Wert darauf, dass man wirklich auch den Rahmen selber baut. Dass man wirklich von Grund auf im Leben diese Lebensmuster aufrollt, also unbedingt auch den Rahmen machen. Da bekommt man dann diese Brettchen. Aus diesem Set wird der Rahmen dreifach verleimt. Das heißt, ich beginne mit dem, was ich hier in der Hand habe und wenn ich das dann hingekriegt habe, soll das so ähnlich aussehen wie die hinter mir an der Wand hängen. Genau, genau. Ja, liebe Zuschauer, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so hinkriegen würde, aber es ist faszinierend zu sehen, wie aus diesem Brettchen, die ich hier in der Hand halte, sowas Fantastisches wird. Erklär uns noch mal ein bisschen Näheres dazu. Mhm. Also wenn die Leute zu mir kommen, können die zwischen drei Größen auswählen. Schon das ist mal ein Prozess, wie bin ich entscheidungsfähig im Leben. Sie können auch in kleinen Gruppen, sechs bis sieben Personen habe ich immer, können die bis zu 40 Fälle auswählen. Habe ich eine große Auswahl auch schon da. Fängt es an mit der Entscheidung. Dann geht es dann weiter. Wir verleimen dann und jede Schicht Hölzchen da hat eine Bedeutung, wo wir zum Beispiel uns hinterfragen, wie glaube ich an mich selbst, wie gehe ich mit der Selbstliebe um, wie gehe ich mit der Liebe mit dem Nächsten um. Das ist alles in diesen Brettchen schon mal beinhaltet und die schleifen wir dann, bis die wirklich da drin passen, bis sie sich da einpassen lassen. Man schlägt dann das Ganze nochmal raus und erst dann wird es dann verleimt. Jetzt darf ich nochmal nach hinten gehen. Und darf die mir mal von der anderen Seite auch anschauen. Jetzt sehe ich ja, wenn ich die umdrehe, die sind nicht alle gleich. Da sieht jede Trommel, sieht von hinten anders aus. Sag mir mal dazu, warum hat die jetzt sechs von diesen Teilen, die hat fünf, die hat nur vier. Wo ist der Unterschied? Da darf jeder auswählen, auch wie passt es in meine Hand. Jemand möchte gerne fünf, weil ihm die Zahl etwas bedeutet. Also ich lege nicht so großen Wert, dass ich die Zahlen erkläre. So, das soll jeder in sich hineinspüren, was passt zu mir. Ob jetzt die fünf dies oder das bedeutet, ist egal. Einfach, es muss ganz locker und schön in der Hand passen. Jemand passen die fünf, jemand passt
dieses hier, jemand passt dieses Kreuz, weil es sehr fein ist, wo eine vielleicht ein bisschen eine feinere Hand hat. Es soll einfach nachher sehr angenehm sein zum Trommeln. Man kann dann auch so etwas machen, dass man es nachher noch mit, das ist jetzt Walliser Schafwolle, eingefärbte. Und die, das gibt dann eine gewisse Weichheit, aber ist natürlich auch groß. Das kann man alles dann noch also daheim, wie man will. Sehr individuell gemacht, alles aus dem Material des Fells? Ja, vielleicht da hinten sehen Sie die Felle. Also es wird wirklich alles aus dem Fell gemacht. Also es werden keine Schnüre, Fremdmaterialien gebraucht. Wirklich nur aus den Fellen. Es wird auch aus diesen Fellen Schnur geschnitten. Sie sehen das hier. Also so in dieser Dicke muss circa so 25 bis 30 Meter geschnitten werden, so dieser Teil. Dann wird dann das ins Wasser gelegt, es wird gezogen, es wird gerollt und es entstehen dann solche Schnüre. Also unglaublich viel. Liebe Zuschauer, Sie haben gehört, es gibt auch zur Verarbeitung Dinge, die uns selbst fordern, die uns handwerklich fordern und die uns in eine andere Welt führen, etwas einmal selbst zu tun, herzustellen und natürlich auch dann das Spielen zu lernen. So, liebe Zuschauer, jetzt bin ich hier am Stand von Gisela Niederhof, einer nicht ganz Unbekannten aus dem Land, wo auch ich herkomme. Und ich möchte Sie mal fragen, was die Thematik, erleben Sie Ihre eigene Multidimensionalität, so auf sich hat. Gisela, schön, dass ich dich fragen darf. Du hast gerade einen Vortrag hinter dir und schon bestürmt dich das Fernsehen. Multidimensionalität, was dürfen sich unsere Zuschauer darunter vorstellen? Man kann sich darunter vorstellen, dass ein Mensch ja mehr ist als das, wie er sich selber definiert. Das heißt, Multidimensionalität ist die Aufforderung, mehr aus sich zu machen, mehr Möglichkeiten, mehr Facetten seines eigenen Selbstes zu entwickeln, als das, was man bisher geglaubt hat. Meistens machen wir uns ja durch unsere inneren Dialoge und halt auch das, was wir durch unsere Erziehung bekommen haben oder das, was unsere Umwelt, die Gesellschaft versucht uns klarzumachen. Wir machen uns ja ein klares Bild von dem, wie wir glauben, wie wir sind. Und spätestens dann, wenn das nicht mehr funktioniert, weil man zum Beispiel nicht im Job unglücklich ist oder in der Beziehung unglücklich ist, spätestens dann stellt sich ja dann die Frage, wo gibt es eine Veränderung? Also was könnte ich verändern? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man bleibt da, wo man ist und stirbt so langsam vor sich hin. oder man überlegt sich in dieser Multidimensionalität, welche anderen Facetten meines Selbstes ich noch nicht zum Ausdruck gebracht habe und was ich denn doch eigentlich lieber tun würde. Das heißt, du hilfst den Menschen, sich selbst zu erkennen. Wir leben ja heute oft in einer Scheinwelt, die uns anerzogen wurde. Konditionierung ist das Wort, was im Moment durch die ganzen Medien geistert. Du hilfst ihnen, sich selbst zu erkennen und neue Wege zu gehen. Habe ich das so richtig verstanden? Also sich selbst heißt im Klartext eigentlich mit dem höchsten Lichtbewusstsein, was sie sind und was sie im Ausdruck haben. Also der vollkommene Ausdruck dessen, was sie sind. Ohne die einengenden Vorstellungen, wie man meint, dass man sein müsste. Und ich setze natürlich an, in dem, was ich mache, dort auf den Ebenen, wo mich jemand fragt. Das heißt, wenn es jetzt ein Manager einer Firma ist, weil ich bin ja auch Managementtrainerin, arbeite ich natürlich dann in dem Rahmen der Multidimensionalität, die dann in den Gehirnen möglich ist. Oder halt, wie jetzt eben, dann halt, wenn es um Bewusstsein, höchstes Lichtbewusstsein geht, bewege ich mich dann halt genau in dieser Multidimensionalität in andere Dimensionen rauf. Also das ist der Inhalt auch der Kabbala, die ich ja schon seit Jahren vertrete. Ganz tolle Geschichten. Es gibt auch, glaube ich, Schriftliches von dir. Ja, es gibt zwei Bücher von mir über Numerologie und über Tarot. Aber das sind halt Bücher, das sind so Grundlagenwerke, die ich geschrieben habe, damit Schüler, die bei mir gelernt haben oder generell sich mit der Thematik beschäftigen, ein fundiertes Handbuch haben, wo sie nachgucken können. Und dann hältst du auch Seminare und Workshops. Zum Beispiel hier gibt es das Thema Bewusstsein und Lichtfrequenzen. Ist ja auch was, was im Moment eine ganz wichtige Thematik ist. Wir gehen in eine neue Zeit hinein. Müssten nicht alle Menschen zu dir kommen und das sich mal anhören?
Also vielleicht nicht alle Menschen, aber zumindest die, die bereit sind zuzuhören. Und die bereit sind, halt die Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen und aufhören, die Verantwortung in Systeme oder in die Gesellschaft zu schieben. Also ich denke, alle, die bereit sind zuzuhören und bereit sind zu schauen, wo bin ich dabei, was kann ich für mich für den nächsten Schritt entwickeln, sodass ich für mich in meinem Leben glücklich bin und dass ich eben weiterkomme halt in dem, was ich mir hier vorgenommen habe. Ich hoffe, von Gisela Niederhoff hört man noch viel mehr. Ganz tolle Geschichte. Ich freue mich, wenn wir uns mal in einer Sendung sehen. Alles Gute weiterhin. Das war Gisela Niederhoff auf der Lebenskraft 2013. Interessante Thematiken für Sie. Wir sehen uns bestimmt zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Neben mir steht Anne-Maria Jakab, eine ganz besondere Frau mit ganz besonderen Fähigkeiten. Ich möchte Sie einmal fragen, was nach Ihrem Flyer auf der Suche nach dem Ursprung gemeint ist und was sie für die Menschen tun kann. Hallo Anne-Marie, ein schöner Name. Lieben Dank. Hallo, ich grüße dich. Anne-Marie, auf der Suche nach dem Ursprung, was müssen unsere Zuschauer darunter verstehen? Der Ursprung liegt in uns und sehr viele Menschen suchen nach außen. Verschiedene TV-Sendungen, Fernsehsendungen, Bücher. Aber wenn wir uns selbst, unsere Gewohnheiten, unsere Blockaden, Krankheiten betrachten würden und auf das besinnen würden, würden wir uns selbst verstehen und auch gleichzeitig unseren Weg finden. Du hast außergewöhnliche Fähigkeiten, die du einsetzt, um den Menschen zu helfen und die Menschen zum Ursprung ihrer Krankheit zu führen. Was hast du für außergewöhnliche Fähigkeiten? Danke für die Kompliment. Wenn ich mich mit der Seele der Menschen verbinde oder mit der Krankheit oder mit der Blockade, durch die Kommunikation mit der Seele und die geistige Welt, erhalte ich Bilder, Visionen, Durchsage der Ursprung dieser Blockade, sei es in einem früheren Leben oder sei es in diesem Leben. Dadurch erhalte ich auch Möglichkeiten, ist das Wesen bereits jetzt bereit, das aufzulösen, Einsicht zu nehmen. Und jetzt ist ein wichtiges Punkt, wir nennen das Bewusstseinserweiterung. Wenn wir den Ursprung nicht erkennen, wieso wir so verhalten, sei es im Privat, sei es im Geschäft, wieso wir die Tumore haben, wieso wir ständig die psychosomatische Krankheiten haben, wir können das nicht lösen. Es ist so wie eine nasse Wand. Das ist ja eine ganz spannende Theorie, die sich immer mehr breit macht. Ich höre das von vielen Therapeuten heute, dass die nicht mehr Symptome behandeln wollen, sondern an die Ursache gehen. Wo können unsere Zuschauer dich denn finden? Meine Praxis ist in Luzern und ich behandle montags, dienstags und mittwochs und am Wochenende bin ich dann in der Schweiz und im Ausland für Seminare zu geben. Das machst du auch gerade hier. In einer halben Stunde hältst du hier auf der Lebenskraft einen Vortrag. Was ist das Thema? Auf dem Vortrag, mein Thema ist die Heilkanäle öffnen. Obwohl gleichzeitig würde ich gerne dazu noch das tun, dass das ganze Licht, was uns umgibt, das ist reine Information. Mhm. Und durch diese Informationen, die zu uns kommen, die wecken in unseren Zellen die Zellengedächtnis auf, die da wiederum zu Ursprung bringen. Und ich möchte heute das auch mit den Teilnehmern ein bisschen dann aufklären. Es scheint so in der Zeit zu liegen, dass immer mehr die Wahrheit ans Licht kommt und dass immer mehr zum Ursprung gegangen wird. Ich bedanke mich für das kurze Interview. Viel Vergnügen bei deinem Vortrag, alles Gute in deiner Praxis und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal in meiner Sendung. Lieben Dank. Das war das Interview mit Anne-Marie Jakab.
Wir sind hier auf dem Stand von Matrix Live. Ein interessanter Name. Jetzt wollen wir mal Anjali und Karim fragen, was es damit auf sich hat. Anjali, schön, dass ich dich fragen darf. Matrix Live, was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, Matrix Live ist ein Tool, mit dem man Herzenswünsche erfüllen kann. So, egal welcher Bereich, ob ich jetzt etwas im Beruf verändern möchte, mich neu orientieren möchte, ob ich den idealen Partner suche, ob ich gesundheitlich Schwierigkeiten habe und das verbessern will oder ob ich einfach mehr mich selbst sein will, mehr in meine Kraft kommen. Dazu ist Matrix Live da. Hat es in mir was zu tun oder ist es wie Bestellung im Universum? Vielleicht merkt man manchmal, wenn man einfach nur bestellt und dann nichts tut, dann geschieht nicht so viel. Und unsere Hauptthematik ist das Loslassen. Also wir lassen Blockaden gehen, wir lassen Emotionen gehen, die hinderlich sind, die ja geprägt sind schon lange von der Kindheit her. Und die kann man in einer kurzen Technik, in einem Ablauf, kann man mit Matrix Live loslassen. Hört sich richtig spannend an. Karim, wie muss ich mir das denn bei der Anwendung vorstellen? Ja, das ist auch ganz spannend. Die Anwendung ist sehr, sehr einfach. Es ist die sogenannte Zwei-Punkte-Technik. Und wir haben die vor 2 Jahren zu unserem eigenen gemacht. Das heißt, wir haben die für uns weiterentwickelt. Die Anwendung geschieht über das höhere Bewusstsein, das jeder Mensch hat. Und wenn man das schrittweise umsetzt, dann ist das so einfach, wie wenn du eine gute Tasse heiße Schokolade machst. Ja, wenn du die Zutaten kennst, du weißt, wo du qualitativ darauf achten musst, dann ist es ganz einfach, das umzusetzen. Das heißt, die Leute kommen zu euch, müssen sich anmelden. Wie viel Zeit muss ich denn rechnen? Wie lange wird es dauern, wenn ich mich einer, wie sagt ihr, Behandlung? Wenn ich mich einer Behandlung unterziehe? Also wir haben da Coachings, die gehen etwa 1 Stunde lang. Man kann es aber auch selber lernen und das empfehlen wir auch jedem, dass man wirklich unabhängig wird, weil ob ich jetzt im Bus sitze oder gerade bei der Arbeit bin, irgendwo im Restaurant, ich rege mich über irgendetwas auf, dass ich in dem Moment meine aktuellen Emotionen loslassen kann. Ich kann mich mit frischer Energie versorgen und das geschieht sehr einfach und sehr direkt über das höhere Bewusstsein. Hört sich alles richtig spannend an. Ist in der Schweiz verfügbar? Absolut. Also einerseits kann man bei uns Seminare machen. Das Einstiegsseminar nennt sich Zeit für Veränderung. Kann man besuchen in Zürich, Bern, Luzern und St. Gallen. Das andere, wir haben extra eine DVD gemacht, uns einen Tag Zeit genommen, um zu schauen, was braucht es ganz speziell für so 80 Minuten ganz fest zusammen, damit man es möglichst einfach, möglichst direkt lernen kann. Oder top of the top natürlich, man besucht einen gratis Erlebnisabend bei uns, dauert etwa 2 Stunden. Auch in Bern, Luzern, Zürich, St. Gallen, Einsiedeln sind wir. Und da kann man so 2 Stunden gratis reinsitzen. Man kann sich das Ganze anhören, mitmachen. Und dann weiß man ziemlich genau Bescheid, wie es im Detail funktioniert. Vor allem das Loslassen. Herzlichen Dank, Anjali und Karim. Ganz tolle Information. Liebe Zuschauer, vieles Neues auf der Lebenskraft. Matrix Live, eine Überlegung, sich selbst besser kennenzulernen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Vergnügen. Auf der Lebenskraft 2013 treffe ich auch jemanden, den unsere Zuschauer schon kennen. Frau Professor Dr. Tatjana Lackmann, paranormale Chirurgie ist das Thema, das sie über die Grenzen von Deutschland, fast von Europa hinaus bekannt gemacht hat. Jetzt möchte ich einmal nachfragen, wie ist die Resonanz der Menschen hier auf der Messe? Oh, Resonanz ist zu groß. Viele Leute kommen, viele Leute fragen über paranormale Chirurgie, über Seminare, über Rorschach-Herberg-Schloss und gerne wollen schon alles ausgebucht einfach. Und sehr interessanter Vortrag war gestern und heute Workshop und war kleine Zimmer, nicht kleine, mittlere Zimmer, aber jetzt umgetauscht, weil viele Leute angemeldet und mehr größere Zimmer ich habe gekriegt jetzt. So ist Resonanz. Das ist aber wunderbar. Das heißt, immer mehr Menschen sehen, dass sie mit der paranormalen Chirurgie an ihren Krankheiten, an ihren Gebrechen etwas verändern können? Ich denke ja. Ich möchte sagen, wenn Computer ist kaputt, wir haben Knöpfe, neue Starten. Reset. Und ja, und diese Methode, das ist auch neue Starten für Gesundheit. Mensch hat diese Möglichkeiten, hat diesen Mechanismus im eigenen Organismus und kann man neu starten.
einschalten. Sehr gut. Tao-Yoga-Seminar. Jetzt hatte ich noch mal einem Freund von mir gesagt, er solle sich anmelden. Jetzt habe ich gesehen, es ist bereits ausgebucht. Ich glaube, das zweite ist im Mai. Sind dort noch ein paar Plätze frei? Ja, im Mai, 3. 4. Mai und 3. 4. Juni. Auch relativ voll schon ausgebucht, aber gibt es noch Plätze, kann man möglich. Wunderbar, es freut mich. Ich selbst bin ein großer Fan geworden von Tao-Yoga. Ich mache das täglich und merke, wie es in mir gut tut. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich freue mich, dass es so toll ist und dass so viele Leute darauf reflektieren. Wir sehen uns in Kürze wieder, wenn wir dich besuchen im Schloss Wartensee in Rorschacher Berg. Herzlich willkommen. Ich bedanke mich für das Interview. Liebe Zuschauer, Sie sehen, die paranormale Chirurgie ist eine Methode, die uns vieles ersparen kann, was wir vielleicht auf anderem Weg noch erleiden müssen. Versuchen Sie es, machen Sie einen Termin und schauen Sie vor allen Dingen, Tao-Yoga kann Ihr Leben so verändern wie meins. Und bei meinem weiteren Durchgang durch die Lebenskraft sehe ich das Wort Olivenblattextrakt. Habe ich auch noch nie gehört, deswegen frage ich mal bei der Andrea nach, was das denn ist. Was muss ich mir vorstellen darunter, Andrea? Das ist ein wässriger Auszug aus den Olivenblättern. Das ist aus diesem Grund sehr speziell, weil das Olivenblatt ist sehr reich an einem Wirkstoff. Das ist ein Oleuropein, das ist ein Bitterstoff und ist im Olivenblatt in x-facher Form vorhanden. Das ist ganz, ganz etwas Wertvolles. Habe ich das nicht genauso im Olivenöl? Es ist eben viel stärker. Dieser Wirkstoff ist auch in der Olive und im Olivenöl. Es ist aber im Blatt sehr, sehr konzentriert. Also ein kleines Gläschen Olivenblattextrakt ist wie wenn man würde 2,5 Liter Olivenöl trinken. Welche Wirkung oder welche Vorbeugung hat es so beim Menschen? Weiß man da schon was? Ja, dazu gibt es verschiedene wissenschaftliche Studien. Es ist vor allem ein starker Antioxidant und Radikalfänger. Das ist wirklich auch auf unseren Produkten geprüft worden. Und eben viele wissenschaftliche Studien belegen andere. Also es ist sehr ein breites Wirkspektrum. Vor allem können wir sicher sein, dass die Produkte rein sind? Man hört ja immer viel von Pestiziden und Herbiziden, die gespritzt werden. Wo kommt das her und wird das natürlich abgebaut? Das wird natürlich angebaut. Also die Blätter sind zertifiziert aus einer zertifizierten Plantage in der Toskana. Und die Herstellung ist in der Region Friuli in Italien. Das ist wirklich ein einwandfreies Produkt. Eine ganz neue Geschichte, ich habe es noch gar nie gehört. Seit wann seid ihr auf dem Markt? Jetzt sind wir seit circa einem Jahr auf dem Markt. Ja. Dann haben wir wieder mal etwas Neues gefunden für unsere Zuschauer. Antioxidantien, ein großes Thema bei unserer teilweise doch sehr ungesunden Ernährung. Sollten Sie sich damit befassen, liebe Zuschauer, die eingeblendete Website zeigt Ihnen, wo Sie es bekommen können. Steine, auch ein Thema auf der Lebenskraft. Ich habe mir mal einen Spezialisten geholt, der uns da einiges dazu sagen kann. Hinter mir steht Heilsteine Schweiz, Bruno Vogler-Pfeiffer. Herzlich willkommen. Danke, dass ich mal nachfragen durfte. Was verstehe ich denn unter Heilsteine? Also im Prinzip ist jeder Stein ein Heilstein. Man muss nur kennen, was kann der Stein, was bewirkt er. Welches Organ spricht er hauptsächlich an? Wie ist er entstanden? Das sind eigentlich, jeder Stein hat seine Wirkung, respektive er kann meine Selbstheilungskräfte anregen. Wie muss ich ihn dann nutzen und wie weiß ich das? Gibt es da entsprechende Hinweise und Literatur? Es gibt sehr viele Literatur. Ich empfehle eigentlich Fachliteratur von Michael Gienger, Werner Kühni, Walter von Host. Das sind Heilpraktiker, die das umschrieben haben und das auch präzise umsetzen können. Also, hier ist ein kleines Buch, da haben wirklich 500 Heilsteine umschrieben, wie sie körperlich eingesetzt werden können, also physisch und psychisch. Also ist keine Märchen, sondern das sind fundierte Sachen. Jeder Stein hat verschiedene Schwingungen in sich und je nach Schwingung spricht er ein Organ an, weil jedes Organ von uns schwingt in einer separaten Frequenz. Und heute weiß man das, ja. Jetzt höre ich ja oft, dass Steine ins Wasser eingelegt werden und da wird dann dieses Wasser, was in den, wo die Steine drauf waren, das wird dann getrunken. Kann ich jeden Stein in Wasser tun? Nein, keinen Fall. Es gibt auch giftige Steine. Es gibt Steine, die so stark sind, dass sie bei mir eine Allergie auslösen können.
Also sehr vorsichtig sein mit Wasser reinlegen. Also die Steine, Kristall geht, Aquamarin schon weniger, ja. Also man sollte auf jeden Fall einen Fachmann konsultieren. Einmal, um zu wissen, welcher Stein jetzt der richtige ist, und zum anderen, um zu wissen, wie ich damit umgehen muss. Absolut richtig, ja. Es ist kein Spiel machen, ja. Und wo finden dich unsere Zuschauer in der Schweiz? Wo finden Sie die Zuschauer? Ja, wo finden Sie die? Aha, unter woher, wohin? Woher komme ich, wohin gehe ich, ist meine Homepage. Oder Heilsteinschule Schweiz, heilsteinschule.ch. Das sind meine zwei Homepages, die ich habe. Ja. Und wo sitzt du regional? Ich bin in 7 Kilometer hinter Aarau auf einer Jurahöhe angesiedelt, ja. Das ist ja toll, das ist ja mitten in der Schweiz, da kann jeder hinfinden. Und dort kann man auch sich vor Ort von dir beraten lassen, was die richtigen Steine sind und wofür ich sie nutzen kann. Absolut, das ist seit 6 Jahren mein Beruf. Beratungen, Empfehlungen geben, ja, richtig. Das war eine tolle Information für alle Zuschauer, die mehr über Steine wissen wollen. In der Nähe von, im Kanton Aargau. Da finden wir den Bruno Vogler-Pfeiffer, den Heilstein-Experte. Hier bin ich im Messestand von Rowenna. Zwei Themen haben mich hier besonders interessiert. Einmal ein Thema, was man immer wieder hört, aber viele nicht klar ist. Es geht hier um die Wirbelsäulenaufrichtung. Genau. Rowenna, was muss ich darunter verstehen und wie machst du das denn? Ich mache es nicht. Ich bin einfach Kanal einer Erlösungsenergie. Es ist die Gnade Gottes eigentlich. 93% der Menschen sind schief. Haben Beckenschiefstand, Schultertiefstand, ein Bein ist länger als das andere, sind verdreht, rotiert, sie laufen entweder so herum oder so herum, also es ist nicht ausbalanciert. Und dadurch kann das Licht nicht richtig fließen durch die Prana-Röhre. Man ist nicht richtig verbunden mit der Erde, man ist nicht richtig verbunden mit der Quelle. Was eigentlich, wir sind eine Zelle und das Herz kann sich nicht öffnen. Also das Licht, der Lebensstrom Gottes fließt nicht durch alle Zellen und kann eigentlich, wie es ursprünglich gedacht ist, den Menschen mit all seinem Sein nicht richtig erhalten. So toll habe ich das ja noch nie beschrieben gehört, aber ich habe es sofort verstanden. Das heißt, bin ich schief, man hört ja auch viel von Atlas, dass der krumm sitzt und dann die Wirbelsäule schief ist. Das heißt, das kann schon mit ein großer Grund sein, dass das Licht, dass das Bewusstsein nicht in mich kommen kann? Genau. Ich habe festgestellt, wenn der Mensch wieder aufgerichtet ist, also und das geht in Sekunden schnell über eine Gnadenenergieübertragung als Kanal, und das kann jeder Mensch sein, weil die Hauptaufgabe des Menschen ist, Kanal zu sein zwischen Geist und Materie. Die Schöpfung, das Ursprüngliche, das Licht, die Vollkommenheit, die Liebe, die Weisheit, die Kraft des einen wieder auf die Erde zu bringen, durch sich fließen zu lassen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Das macht nichts, ich helfe dir gern. Du machst das ja nicht nur auf der Messe, sondern Menschen, die sich da von dir aufstellen lassen wollen, die können ja auch das bei dir besuchen. Gibst du Seminare, du hast ein Buch und einen Kurs gemacht. Erzähl uns mal da, wie können die Menschen dich denn finden? Also man kann einerseits zu mir in die Praxis kommen. Auch hier in der Messe, ich messe die Leute auf, sie sehen die Fehlhaltung, ich übermittle die Energie in Sekundenschnelle, dann sehen sie, wie es nachher ist. In 3-4 Wochen tun sich die verkürzten, verlängerten Muskulaturen der neuen Skelettordnung anpassen. Und dann können die einzelnen Segmente wie Atlas und was du angesprochen hast, Gelenke in den Hüften, Knien, in den Füßen, von oben bis unten war es vorher nicht in der göttlichen Ordnung. Und darum irgendwann zeigen sich die Schmerzen, Arthrosen, das wird dann alles nach und nach. Es gibt einen Regenerationsprozess und von Monat zu Monat erhält der Mensch immer mehr Erleichterung. Und ich war selbst ja auch so ein Fall. Das war mein Initiationsweg und jetzt jogge ich. Ich spüre kein Gelenk, ich bin völlig frei, ich spüre nirgendwo mehr Schmerz. Und du hast das Ganze dann hier hinter uns hängt eine DVD und Selbstheil-CDs. Wir gehen ein bisschen auf die Seite. Sag uns noch dazu was.
Also da kann man einfach dann, ich höre einfach auf meine Seele und das passiert dann auch immer mehr, wenn man aufgerichtet ist. Man kommt wieder in sein Herz. Mhm. Es ist wie ein Eklat ins Erwachen. Da kam mir die Durchgabe, dass ich das in Buchform niederschreiben soll. Und da ist alles drin. Auch man kann sich die Kanäle öffnen lassen, um selbst diese Energien zu übermitteln. Wir sind alle Heiler, um sich selbst zu heilen, zu transformieren durch deine Selbstheiltechnik entwickeln mit dem Vergebungsritual, durch meinen eigenen Prozess, weil ich merke, das ist noch nicht fertig mit der Aufrichtung, bis wir wirklich gesund sind und uns glücklich wohlfühlen, Fülle und all das haben, dass wir uns selbst sein können, uns selbst leben können, unsere Potenziale leben können. Und seit 7 Jahren mache ich das in der Praxis, habe dann in Buchform das beschrieben, ein Handbuch, Anleitung, um es selbst zu machen. Es gibt noch Werkzeuge, wie man es dann noch schneller machen kann, Coaching-CDs, man kann auch über CD die Aufrichtungsenergie erhalten. Seit 2008 ist diese CD und die Menschen werden aufgerichtet, beweisbar, mit Vorher-Nachher-Rückenhaltungscheck. Hört sich fantastisch an. Vielen Dank, Ravenna. Liebe Zuschauer, Sie haben gehört und erfahren, die neue Zeit bringt die Dinge aus sich selbst heraus. Menschen wie Ravenna vervielfältigen das und geben es weiter, dass immer mehr davon partizipieren können. Und nur dann, wenn wir aufgerichtet sind, kann unsere Energie auch fließen. Hier bin ich am Stand von Rade Maric. Jemand, der zum Thema geistiges Heilen uns bestimmt einiges sagen kann. Hallo Rade. Hallo, guten Tag. Geistiges Heilen, was muss ich mir darunter vorstellen, wie wird das gemacht und wie kann man es einsetzen? Also geistiges Heilen, so wie ich das verstehe, ist einfach, man löst Blockaden auf. Das heißt, hier arbeitet man auf der energetischen Ebene. Bevor eine Krankheit ausbricht, ist erstmal eine Information da, die diese Krankheit verursacht. Was ich hier mache, ist einfach diese Information, bevor sie ausbricht, auflösen. Und somit geschieht diese Heilung. Wie merke ich das? Ist es grundsätzlich so, dass Menschen, die zum Beispiel in der Angst leben, Menschen, die Schuldgefühle haben, Traumata erlebt haben, dass die viel, viel anfälliger sind für Krankheiten und du ihnen da besonders helfen kannst? In der Tat, so ist es, genau. Jede emotionale Kränkung bzw. eine destruktive Emotion verursacht eine Krankheit. Erstmal geht es ja psychisch und aus der Psyche verlagert sich das dann an den Körper. Du hast auch eine besondere CD auf dem Markt. Erklär unseren Zuschauern mal, wozu diese CD ist. Also die CD unterstützt diese Arbeit, die kann man aber auch unabhängig von der Arbeit auch benutzen. Die ist ja subliminiert mit meinen Gebeten, die ich auch bei der Behandlung dann bete. Somit nimmt das Unterbewusstsein nimmt diese Information wahr und im Vordergrund hören Sie ja nur eine schöne Musik. Die Musik ist auch auf 434 Hertz gemacht, das ist eigentlich unsere Herzfrequenz. Somit nehmen Sie diese Informationen quasi 1:1 auf. Das hört sich spannend an. Wo können unsere Zuschauer, wenn du nicht hier auf der Lebenskraft bist, dich antreffen? Ich bin in Stuttgart ansässig, beziehungsweise in Fellbach. Das ist ein Teilort von Stuttgart in der Welfenstraße 13. Also das heißt, weit angereist zur Lebenskraft. Und wie reagieren denn die Schweizer auf dich? Sehr gut. Also ich bin wirklich begeistert von Schweizer Publikum und werde nächstes Jahr auch wieder hier sein. Bin auch hier von einer Ärztin eingeladen worden, bei ihr in der Praxis zu arbeiten, was ich auch tun werde die nächsten Tage. Ich arbeite übrigens auch in Deutschland mit verschiedenen Ärzten zusammen. Psychotherapeuten. Mein Ziel ist es auch, dieses geistige Heilen oder Parapsychologie mit der Schulmedizin zu verbinden und somit einfach die Schulmedizin zu ergänzen und ein bisschen mit Liebe auszustatten. Das hört sich gut an. Glaube, Liebe, das sind so ganz starke Emotionen, die in uns viel bewirken können. Und wenn wir natürlich von jemand wie dir gezeigt kriegen, wie das Ganze funktioniert, hervorragend. Dankeschön für das kurze Interview. Vielleicht sehen wir uns in einer Sendung mal wieder und können den Zuschauern noch ein bisschen mehr erzählen. Vielen Dank, ich würde mich freuen. Liebe Zuschauer, geistiges Heilen, großes Thema auf der Biomedica bzw. Lebenskraft 2013.
Ilona Selke, keine Unbekannte bei Menschen, die auf ihre Gefühle gehen. Wir wollen einmal nachfragen, wie sich nach ihrem ersten Buch alle Dinge so etwas neu entwickelt haben. Hallo Ilona, schön, dass ich dich vor das Mikrofon bekommen habe. Vor Jahren hast du das Buch geschrieben, Die Weisheit der Delfine. Jetzt ist viel Zeit vergangen. Was ist denn inzwischen so alles passiert? Ich habe seitdem ein zweites Buch und ein drittes Buch geschrieben, ein Kinderbuch. Ich habe Seminare geleitet. Was das Wichtigste, glaube ich, ist, ist, dass die Thematik, wie können wir als Mensch einmal spirituell uns entfalten, aber auch unser tägliches Leben in den Griff kriegen. Diese zwei Elemente zusammenkriegen in Beziehung, in unserem Leben mit Problemen und unserer Zukunftsvision und Manifestation von Wünschen. Es sind also verschiedene Ebenen, die wir zusammenbringen. Und ich habe ein Seminarzentrum gebaut mit meinem Mann auf Bali. Wir sind viel mit Delfinen schwimmen gegangen. Wir haben also viel verwirklicht im eigenen Leben. So viel, dass ich jetzt das nicht unbedingt alles nochmal erzählen möchte. Aber das Wichtigste ist wirklich im täglichen Leben alle Methoden, die ich unterrichte, selber anwenden. Wann können dich die Leute aus der Schweiz denn wieder live hier sehen? Ich würde gerne nächstes Jahr um die Dezemberzeit wiederkommen. Und wir machen dann im Februar Seminare, auch in der Schweiz, in Deutschland. Und das wäre sicherlich ein guter Zeitpunkt, dass ich nochmal komme. Ich würde natürlich mich freuen, wenn du zu mir in die Sendung kommst. Und wir können die Dinge mal genau den Menschen vorstellen und dann auch deine Seminare vorstellen. Dein neues Buch, wann können wir das vorstellen? Das neue Buch, es sind zwei, die gleichzeitig jetzt entscheiden, Frei wie ein Delfin und Weisheit der Delfine, kommen in den nächsten zwei Monaten raus. Das ist also ungefähr April, Mai 2013. Die waren halt schon im Druck, sind jetzt, kommen wieder neu raus. Aber der Kurs Leben aus der Vision, der kann jederzeit auch auf der Webseite lebenausdervision.com sich angeschaut werden. Leute können das ausprobieren. Als Demo-Version kostenlos. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Es gibt so einen tollen Kurs, du hast es schon gesagt, Leben aus der Vision. Also nochmal zum Mitschreiben. Man kann das von der Website, wie heißt sie? lebenausdervision.com. Da kann man es sich als Demo-Version anschauen. Und wenn man dann es haben will, kann man es dort auch genau beziehen und kann im Prinzip diese Erkenntnisse, die du in den Seminaren vermittelst, kann man sich selbst beibringen. Ja, und zwar, was die Leute lieben. Die können den Kurs immer wieder machen. 2-3 Mal im Jahr und alle Leute, die den Kurs bisher gemacht haben, schreiben mir, sie haben ihre Wünsche manifestiert, ob es der Wunsch zur Schwangerschaft war, ob es der Wunsch zu dem Audi war mit Cabriolet. Wir haben Bankleiter in Singapur, die den Kurs gemacht haben, die sich wieder persönliche Bindungsfähigkeiten mit ihrer Familie wünschten. Wir haben also auf der ganzen Welt verteilt Leute, die den Kurs machen, unterrichten und selber zu Hause machen, mit enormen Resultaten. Mit der Fähigkeit, Kleinigkeiten oder große Sachen sich zu manifestieren. Dann kann ich bloß noch sagen, ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, wäre toll, wenn du mal in meine Sendung kommst. Und für Sie, liebe Zuschauer, wieder einmal ein Beweis dafür, dass wir alle unsere Wünsche erfüllen können. Nur Voraussetzung ist, wir müssen an uns glauben. Und Menschen wie Ilona geben uns die richtigen Werkzeuge in die Hand, dass wir diese Dinge auch in unserem Leben verwirklichen können. Sie kennen sie schon aus einer Sendung bei Time to Do. Jetzt habe ich sie auch wieder getroffen auf der Lebenskraft 2013 in Zürich. Anita Grock zu dem Thema Lichtheilung. Hallo Anita. Hoi Norbert. Anita, Messe, erstes Mal, dass du hier bist? Ja, als Ausstellerin schon, ja. Wie war die Resonanz der Besucher auf das Thema Lichtheilung? Die war sehr gut. Ich hatte sehr viele Leute, die zu mir gekommen sind, die zu mir hier auf den Stuhl gehockt sind. Und dann habe ich 15 Minuten die Energie gelaufen. Und, ja. Sie haben was gespürt? Ja, also sehr, sehr, ja, sehr. Sie waren ganz erstaunt. Das ist toll. Du hast auch demnächst wieder einen Anlass, wo die Menschen zu dir kommen können, wo du das auch in Gruppen machst. Wo sind diese Anlässe? Das ist einmal eben zu Langenthal bei euch, bei Schweiz 5, oben dran im Restaurant, in einem Seminarraum. Und das ist am 30.03. vom 13:30 bis etwa um 16:30. Und vom April an mache ich es bei mir, zu Rotterschwil, in meiner Praxis. Jeden Freitag oben vom 7:30, ja. Das hört sich gut an. Sag mal, Lichtheilung. Sag doch mal kurz unseren Zuschauern, was müssen sie darunter verstehen? Weil die Leute denken vielleicht, Lichtheilung wäre, wenn man das Licht anzündet und so. Aber ich glaube, da ist ein bisschen mehr dahinter. In kurzen Sätzen mal, was man sich darunter vorstellen kann. Nein, das ist im Prinzip die Energie, die aus meinem Herz kommt. Das ist ein Urlicht, das nachher zu den Leuten fließt. Und das kann ihnen die Heilung bringen, die sie brauchen. Also, dass sie ihr Energiefeld wieder harmonisieren. Und so können nachher ihre Zellen auch wieder in die Heilung kommen.
Also das ganze Umfeld kann sich harmonisieren und die Leute kommen wieder in ihre wahre Gesundheit und ihr wahres Glück. Das hört sich natürlich spannend an. Welchem unserer Zuschauer wollen wir nicht wünschen, in ihre Energie und in ihr Glück und ihre Zufriedenheit zu kommen? Dankeschön, Anita Grock, und alles Gute. Liebe Zuschauer, ich bin jetzt an einem Stand, wo es um Ernährung geht. Alle wissen, dass besonders gute Lebensmittel für uns das Beste sind, was uns passieren kann. Ich habe jemanden bei mir, der mir jetzt genau sagen kann, wo bei Sprossen der Vorteil liegt. Hallo Pierre-Louis, freut mich, dass ich bei dir sein kann bei Pure Life. Was ist hinter dem Geheimnis der Sprossen? Hallo Norbert, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, dass die Zuschauer vielleicht etwas lernen wollen, weil man ist alt, wenn man nicht mehr lernt. Was ich dir anbiete hier, es ist etwas phänomenal und das ist unglaublich. Es ist Nummer 1 in alle Kategorien. Es klingt sehr hoch und sehr hornäsig vielleicht, aber vielleicht ist es schön, dass ich bin hier der Einzige, der das sagen kann, ohne rot zu werden. Das Wichtigste im Leben ist das Luft und ist eine Same. Eine Same ist an für sich ein Lichtkonzentrat und der Person, also du, tust dann die Reden mit denen und entwickelt, weil jede Person entwickelt sich auch wie eine Same und du pflegst diese Samen, also jeden Tag einen Kontakt mit der Natur. Heute Tag fehlt, man hat man Fernsehen im Büro und nachher Fernsehen noch überall. Man vergisst die Kommunikation und es ist eine Pflege. Und diese Samen sind natürlich bio. Alles bio bei Pure Life heißt, ob der Bauern gern arbeitet, weil Leben heißt Freude und wenn ich arbeite mit Freude, bio ist nur Papier. Wie viele unterschiedliche Samen, die dann zu Sprossen werden, das sehen wir ja jetzt hier hinter uns in so einem Glas. Da erzählst du uns auch noch gleich was. Wie viele verschiedene Arten gibt es und wozu sind sie denn gut beim Menschen? Ich habe mir bemüht, das größte Sortiment in Europa, das heißt 35 verschiedene Samen, weil es ist auch sehr wichtig, diese Modewort, die Biodiversifikation der Planeten, der Mensch darf bewusst sein, es fängt bei mir an. Wenn ich mir selber rette, habe ich auch die Planeten gerettet. Und deswegen, es ist heute zu verstehen, dass das Heil kommt nicht von Vitaminen oder Calcium und so weiter. Das Heil, die Römer haben das gewusst, die haben gebadet, das heißt in Mineralien. Und Mineralien findet man eben in Farbe und in Geschmack. Und das heilt wirklich und tut mir noch zusätzlich gratis Bewusstsein. Ein Mensch, der so ist, lebt auch so und ist nicht sehr bewusst. Jetzt muss ich noch etwas fragen. Jetzt habe ich hinter mir gesehen, hier hängt Nummer 1 in allen Kategorien. Es geht um ganz, ganz verschiedene Dinge. Sind die Sprossen so effektiv, dass sie dann auf all diese Dinge einwirken, auf Bewusstsein, auf Konzentration, auf die Figur, auf Stress, auf das ganze Thema der Sicherheit und des Wohlfühlens? Woher kommt das? Ist es ein Thema der Rohkost oder des Samens an sich? Sehr gute Frage. Es ist zu verstehen in der Medizin, dass alles, was ich esse als Nahrungsmittel, das wäre hier, das ist bioaktiv, das ist ein Gemüse, ein Früchte, alles, was gekocht ist, es ist eben eine Biostatik. Und in Deutsch, was schmeckt, ist alles Gift. Brot auch ist Gluten, vergiftet mich. Allerdings, ich bin nicht sektärisch, persönlich esse ich alles. Sehr zu präzisieren, von der medizinischen Seite, ein Nahrungsmittel geht im Magen, im Blut und im Kopf nachher. Das ist 20.000 Mal langsamer als Sprossen, die ich esse. Und ich sage die Zuschauer vor allem, es ist Kauen sehr, sehr wichtig, weil ich kaue diese Drüsen hier, die Speicheldrüsen, nicht wahr? Was ist fantastisch bei der Sprossen, geht sofort von der
Drüsen in Zirbeldrüse. Über die Schleimhäute. Ja, genau, die Zirbeldrüse. Und die Zirbeldrüse ist mein Heimcomputer, die sofort alle anderen Drüsen leitet. Also für alle Leute, die ein bisschen verrückt sind, die gerückt sind, nicht wahr? Ich bin ja auch gern verrückt, weil ich möchte auch nicht normal, bin nicht genau wie du, oder? Jemand, der krank ist, ist einfach so. Der Atlas oben ist auch so oder so, sofort, nicht wahr? Und es ist phänomenal, du isst das und sofort spürst das. Und das ist der Grund, warum unsere Kunden sind alle zufrieden. Müdigkeit kenne ich kaum. Natürlich kann mein Körper müde sein, ich darf ihnen Schlaf geben, aber der Geist ist immer aktiv. Und das ist, was ihr so klar schreibt, es ist ein Lebensspender. Und Freude am Leben. Und Freude am Leben ist das wichtigste Medikament des Planeten. Auf diesem Planeten. Pierre-Louis, vielen, vielen Dank für die kurze Information. Eine letzte Frage hätte ich noch, Pierre-Louis. Wo können die Zuschauer die Sprossen beziehen? Wo können sie Beratung erhalten? Also sehr gern, es geht www.purelife.ch und telefonisch. Und das ist dann für sich das Beste. Also telefonisch über den Webshop und dort bekommen Sie Beratung und können dann sich die Produkte zuschicken lassen. Auch das, was du in den Händen hältst hier, dort drin ziehen die Leute die Sprossen, eine komplette Anleitung dabei. Liebe Zuschauer, wieder ein Punkt, den auch ich neu erfahren habe. Ich wusste zwar schon etwas Bescheid über das Thema Sprossen, aber dass so viel Power, so viel Energie drinsteckt, das hatte ich nicht gedacht. Ich hoffe, es war für Sie genauso eine neue und tolle Information wie für mich. Besonders erfreut bin ich, dass ich jemand so kurz nachdem er bei mir im Studio war, wieder treffe. Neben mir sitzt Lissi Götz. Hallo Lissi. Hallo Norbert, freut mich auch. Du auf der Lebenskraft? Ja, ich habe gestern einen Vortrag gehalten und heute einen Schnupper-Workshop. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde auch die Energie hier auf der Lebenskraftmesse sehr, sehr schön. Wie reflektieren denn die Leute auf das, was wir in unserer Sendung alles publiziert haben? Hast du schon was gemerkt? Ja, auf jeden Fall. Die Resonanz war gigantisch. Gleich am nächsten Tag nach dem Interview hatte ich sehr viele E-Mails und Telefonate. Die Leute sind begeistert, weil sie etwas gefunden haben, das einfach ist und praktikabel auch. Also man muss nicht zu jemandem gehen, sondern man kann es selber anwenden. Das hat die Leute am meisten begeistert. Also ich muss auch sagen, ich hatte ja dürfen eine kurze Session bei dir wahrnehmen zu meinem Zeitproblem und es ist wirklich verhext. Mit der Zeit habe ich kein Problem mehr, aber vielleicht noch ein paar andere, die du mir helfen kannst zu lösen. Ich finde es sowieso faszinierend, dass wir unsere alten Konditionierungen mit dem von dir entwickelten System komplett ändern können. Was mich viele Zuschauer noch angeschrieben haben, sie hätten gern mehr Vorträge von dir. Wäre das in absehbarer Zeit möglich, dass man vielleicht so eine kleine Tour plant, mal an 4 Wochenenden in der Schweiz? Das ist sicherlich machbar. Das mache ich sehr gerne. Ich bin überhaupt sehr gerne in der Schweiz. Ich mag auch die Schweizer sehr gerne. Und ich halte auch gerne Vorträge, solange es nicht überhand nimmt, sagen wir mal so. Genau, die Freizeit muss bleiben. Mann und Kinder haben auch Anspruch auf die Mama. Ne? Genau. Und wie gesagt, du hast ja auch toll ausgebildete Lehrer bereits in der Schweiz, die man im Rahmen auch nochmal vorstellen kann. Ja. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Wir haben ja noch einmal eine Sendung geplant, wo auch Menschen dazukommen, die festgestellt haben, was sich im Leben für sie geändert hat. Und danke für das Gespräch am heutigen Tag und viel Erfolg bei deinem Workshop. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, die Möglichkeiten, sich selbst zu verändern, sind in der Anzahl unbegrenzt. Man muss nur das richtige Werkzeug in die Hand bekommen. Ich kann Ihnen empfehlen, verwenden Sie das, was Lissi Götz seit Jahren ausgearbeitet hat, in Form der Alpha-Scheibe und lesen Sie das Buch und am Ende steht die Freiheit. Jetzt bin ich am Stand des Unternehmens mit dem klangvollen Namen Safe. Der Guido ist bei mir und wird uns die Hauptpunkten, die Hauptsäule mal erklären, was die Zuschauer dort erleben können. Hallo Guido. Hallo. Safe heißt? Das ist die Abkürzung für Sankirtan-Verein und es geht vor allem um das Gemeinsame. Gemeinsam geht es um Gesundheit für den Körper, für die geistige Gesundheit und auch die von der Seele. Und es sind die drei Elemente,
die den Schwerpunkt von SAFE bilden. Wir haben auf der einen Seite gesunde, biologische, vegetarische Nahrungsmittel und Produkte als Ergänzung zur Nahrung. Auf der anderen Seite haben wir viel Wissen in Form von Büchern und Hörkassetten. Wissen für den Kopf, für den Geist, für das Bewusstsein, aber eben auch Weisheiten, vor allem aus Indien, aus dem alten Indien, spirituelle Weisheiten. Wie lange macht ihr das schon? Der Sankirtan-Verein existiert seit gut 15 Jahren. Ich selber praktiziere diese Philosophie und Kultur schon bald 30 Jahre. Du siehst auch richtig fit aus. Oh nein, ich war einfach oft in Indien, lebe vegetarisch, versuche positiv das Leben anzugehen, also das Glas halb voll zu sehen und nicht halb leer. Das ist eine gute Einstellung dazu. Das heißt, alle die Literatur, die ich hier sehe, ist aus der Thematik, dass unser Bewusstsein sich erweitert und dass wir die Dinge klarer erkennen können. Und aus welchen Ländern habt ihr die zusammengetragen? Also das Bewusstsein erweitert sich nicht automatisch. Da muss schon auch die Bedeutung, die Bemühung von unserer Seite kommen, ist wie mit der Nahrung. Länder sind vor allem aus Indien, aber es ist auch offen für alte Weisheiten und Kulturen hier aus dem europäischen oder auch aus dem amerikanischen Reich. Dann sehe ich da drüben auch Hörbücher und DVDs. Gibt es auch vieles, was ich mir als DVD ansehen kann? Ja, das sind teilweise Filme mit Tiefgang, also nicht der reine Entertainment-Unterhaltungsaspekt, sondern wo einfach etwas vermittelt wird in Form von Weisheiten, Gedankenanstöße. Das ist eigentlich die Zielsetzung von SAFE. Du hältst auch noch Vorträge hin und wieder. Und was kann ich da als Zuschauer von dir erfahren? Es sind vor allem drei Themen, über die ich Vorträge gebe. Das eine ist die Kunst der Kommunikation. Wie du weißt, auch als Moderator, klare Kommunikation hilft, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Das zweite ist eigentlich Dharma. Das ist ein indisches Wort, bedeutet so viel wie die Lebensaufgabe erkennen und erfüllen, ohne diese schwierig glücklich zu sein. Und das dritte ist ein Thema, das auch hier in Form der Bücher vorhanden ist, die Bhagavad Gita, das alte Weisheitsbuch Indiens, das aber bis heute sehr große Relevanz hat. Ganz herzlichen Dank für die einführenden Informationen. Liebe Zuschauer, jetzt haben Sie erfahren, was bei SAFE Sie alles erhalten können und welche Vorträge der Guido für Sie bereithält. Seelentoressenz, ein Wort, was mich zum Anhalten bewegt hat, um einmal nachzufragen, was denn eine Seelentoressenz ist. Hier bei der Bärbel, hallo Bärbel. Hallo Norbert. Sehe ich auf dem Tisch zwei unterschiedliche Flakons stehen mit einer Flüssigkeit drin. Was hat es denn da auf sich? Es hat sich auf sich in dem Sinne, dass ich das kreiert habe, eine Eingebung bekommen habe und einfach intuitiv eine Essenz kreiert habe, vertraut habe, es einfach zu tun. Und aus dem ganzen Ja-Sagen zu meinen Eingebungen ist eine Veranstaltung entstanden, sind die zwei Essenzen entstanden, die die Seele mit dem Körper mehr verbinden und auch reinigen. Und ich war auch sehr mutig mal, einfach die Dinge zu tun, die einem in Sinn zu kommen. Und dann bin ich nach Brasilien zum João de Deus und habe ihm gefragt, ob er die Essenz in seinen Laden tun möchte, und er hat Ja gesagt, und es ist wie ein Wunder. Und wenn man Ja sagt zu seinen Eingebungen, auch wenn man nicht weiß, wie man es machen darf oder kann, entstehen Wunder, und das ist ein Beispiel zum Beispiel. Ganz toll. Ganz berühmter Heiler in Brasilien, und wenn er natürlich diese Essenzen übernimmt, und er ist ja ein sehr feinfühliger Mensch, was ist der Unterschied zwischen den beiden, die du da hast? Die Türkise verbindet den Körper mit der Seele, denn wenn die Seele näher mit uns verbunden ist, dann leben wir auch unseren Lebensplan. Das ist auch eine Basis von meiner Veranstaltung, die Seelentor heißt, einmal im Jahr in Starnberg ist. Und wenn wir Ja sagen zu unserem Lebensplan, dann sind wir glücklicher und fühlen uns erfüllter. Und die goldene Essenz ist die Rückverbindung, unterstützt die Rückverbindung zur Uressenz, zu unserer Quelle, die wir natürlich auch in uns haben, aber wir uns oft nicht verbunden fühlen. Wie wendet man es an? Es sind beides Aurasprays, und man sprüht die einfach in die Aura oder man hält sie nur und schon verändert sich das Energiebild und die Wahrnehmung von einem. Liebe Zuschauer,
immer wieder mehr Dinge auf der Lebenskraft 2013, die in den feinstofflichen Bereich gehen, wie diese fantastischen Aurasprays. Einer der Dinge, die immer mehr neu auf uns zukommen, beschäftigen Sie sich damit, setzen Sie sich damit auseinander. Es kann nur besser werden. Auch den Namen Nikola Tesla findet man auf der Lebenskraft 2013. Hier bin ich an einem Stand, der mit diesem Namen wirbt. Ich frage einmal nach, um was es da wirklich geht. Hallo, grüße dich. Hallo. Du bist der? Oliver. Der Oliver. Oliver, Tesla World, Nikola Tesla an der Wand, Tesla Purpurplatten. Was müssen sich die Zuschauer darunter vorstellen? Das ist eine Energieplatte, die Nikola Tesla vor über 100 Jahren patentiert hat. Eine sehr außergewöhnliche Erfindung, die den Menschen hilft, sich besser zu fühlen, sich zu energetisieren, sich aufzuladen, so kurz gesagt. Jetzt gibt es da unterschiedliche Farben und teilweise mit der Blume des Lebens drauf, in rund, in eckig. Gibt es da irgendeinen Unterschied? Wozu sind die unterschiedlichen Farben? Das Patent oder die Wirkungsweise im Prinzip ist immer die gleiche. Es gibt einfach verschiedene energetische Qualitäten, die den Frequenzen der einzelnen Chakras entspricht. Und so können wir in Chakra-Arbeit, Lichtarbeit oder alternativen Therapien sehr gute Erfolge erzielen, indem wir auf der energetischen Ebene arbeiten. Die Platte soll ich immer am Körper tragen, also bei mir tragen? Das wäre gut, ja, weil dann kann man davon profitieren, von dieser Energie, weil sie einen auflädt, das eigene bioenergetische Feld. Das ist natürlich eine fantastische Geschichte. Ich sehe auch, Bücher gibt es über das ganze Thema, was Tesla für Versuche gemacht hat. Ja. Du scheinst mir so ein richtiger Tesla-Fan zu sein. Das ist so, durch und durch, ja, auf jeden Fall. Wie lange machst du das schon mit den Platten? Ich mache das schon über 10 Jahre, ja. Aber der Rosenherz Verlag gibt es schon über 20 Jahre und die Platten werden hier in der Schweiz produziert. Dann habe ich für unsere Zuschauer jetzt ein weiteres Problem gelöst, und zwar die Bücher, die nicht mehr zu kriegen waren. Jetzt weiß ich, wo wir sie herkriegen. Ich werde das nochmal in meiner Sendung vorstellen. Oliver, vielen Dank für die kurze Information. Bestellen können die Leute das unter www.tesla.ch. Das blenden wir auch ein, und wenn Sie Informationen wollen, gibt es da bestimmt auch eine E-Mail-Adresse, wo Sie sich informieren können. Ja, auf jeden Fall. Danke vielmals für das Interview. Ich bedanke mich. Hier bin ich am Stand von Dr. Klaus Schäfer mit einer faszinierenden Technologie, wo wir immer einmal wieder sehen, dass Elektronik nicht gegen den Menschen arbeitet, sondern für den Menschen, wenn man sie richtig einsetzt. Dr. Klaus Schäfer, was muss ich mir unter dem Thema Color Tuning oder Vision Colors vorstellen? Das erkläre ich Ihnen gerne. Also, wir haben anzubieten hier auf dieser Messe Computerprogramme und Hardwarelösungen, die dazu beitragen, dass wir aus der Aura eines Patienten ermessen können, wie Blockaden geartet sind, wo sie sind. Und speziell mit dem Color Tuning 64 können wir 64 Körperzonen untersuchen, aus denen heraus man feststellen kann, wo sind die höchsten Blockadewerte. Und wenn wir beispielsweise 3 Bereiche finden, in denen unsere Aura und unsere Chakren ca. zu beispielsweise 97% blockiert sind, haben wir einen erheblichen Ansatzpunkt dafür, einer Ursache, die meistens psychoenergetisch bedingt ist, auf den Grund zu gehen. Können Sie mit dem System alle Krankheiten oder alle Blockaden aufspüren?
Wir können aufspüren durchaus die energetischen Blockaden und darum geht es in unserer Diagnostik und auch in der Therapie, denn alles, was bei uns im Organismus funktioniert, ist schwingungsbasiert und diese Schwingungen, die benutzen die Zellen dazu, um miteinander in Resonanz zu gehen. Wenn diese Resonanzen nicht mehr stimmen, dann ist das so, dass wir auch die Wellenlängen, die hier für diese Bildung erforderlich ist, auch in Farben übersetzen können. Denn unser Leben unter dem weißen Licht ist ja entstanden aus allen Farben, wie wir sie beispielsweise im Regenbogen sehen. Und bezogen auf die Chakra-Lehre ist es so, dass wir zu jedem Chakra eine Hauptschwingungsfarbe haben, die wir zur Therapie auch benutzen können. Das heißt, die Vision Color Leuchten, die gerade angesprochen sind, die produzieren diese Farbe in einem ganz klaren Nanometerbereich, den wir exakt herstellen können. Und nur auf diese Art und Weise können wir die einzelnen Chakren, die eine spezielle Schwingungsfarbe haben, auch erreichen und auf diese Art und Weise die Resonanzen wieder optimieren. Wenn ich mir das Gerät anschaue, jetzt gibt es hier auch einen Stift, das sieht aus wie Akupunktur. Wie wird das denn eingesetzt? Das ist ein Gerät, welches in einer anderen Weise funktioniert. Hier geht es um den Tao Medical Tuner. Das ist das Programm. Bei dem Tao Medical ist es so, dass man das Buch der Wandlungen, ein Lebensbuch der Chinesen, so weit in ein Programm umgeführt hat, dass hier auch Schwingungsblockaden feststellbar sind, die wir dann über den Akupunkturpunkt erreichen können. Das heißt, mit einem Farbstift in dieser Form, der hier vorne leuchtet, kann man den Akupunkturpunkt angehen und entsprechend die Regulation durchführen, die dann notwendig ist. Die Zielgruppe für Ihre Geräte, für sowohl dieses hier, auch das, was auf der anderen Seite steht, sind das ganz normale Anwender oder geht es hier um Therapeuten? Es geht in der Hauptsache um Therapeuten. Es geht um den Naturarzt, den Heilpraktiker, den energetisch Tätigen und auch natürlich an alle Personen, die an der Chakraarbeit interessiert sind. Wunderbar. Ich bedanke mich für die kurze, aber eindrucksvolle Schilderung dieser Möglichkeit. Liebe Zuschauer, Sie haben gehört, es gibt immer mehr Technologien, immer mehr Möglichkeiten, die uns helfen, auf den eigentlichen Ursprung unseres Unwohlseins oder unserer Krankheiten zu finden. Color Visions war eine davon, mehrere werden wir Ihnen noch vorstellen. Jetzt bin ich bei der Daniela Schenkel. Meine Zuschauer kennen Sie natürlich aus einer der vergangenen Sendungen. Engelessenzen und die Praxis Kraftquelle auch zum ersten Mal auf der Lebenskraft. Wie hat es dir gefallen? Wie haben die Leute auf dich und deine Produkte reagiert? Ja, also mir hat es sehr gut gefallen. Es war für mich auch eine bereichernde Erfahrung, weil von der Sendung viele Leute gekommen sind, die wollten mich kennenlernen und dann, das hat mich sehr gefreut. Die sind von überall hergekommen, wollten mich und meine Produkte kennenlernen. Es war wirklich toll. Das hat mich sehr gefreut. Das heißt, wir sagen vielleicht noch mal 3-4 Worte für die Zuschauer, die es noch nicht kennen, zu den Produkten. Sag mal ganz kurz was, was sind Engelessenzen und wofür sind sie gut? Also, 1, 2, 3. Die Engelessenzen, wie gesagt, als Engeltherapeutin habe ich sie entwickelt für das Wohl der Menschen, für die Gesundheit zu fördern. Allgemein, also von, eben, wie gesagt, für die Gesundheit für den Menschen und andererseits, es unterstützt bei den Blockaden zu lösen. Es unterstützt auch bei verschiedenen Themen. Wie Sie sehen, hier vorne sind ja die 8 Erzengel mit ihren Themen und die Themen unterstützen den Menschen, die Themen zu verarbeiten, zu transformieren. Vorne sehe ich, es gibt sogar Duschgels. Das heißt, ich kann mich schon am frühen Morgen in der Schwingung der Engelessenzen in den Tag hineinbegeben. Genau, bravo. Am liebsten alle 4. Es gibt ja die Schutzengel von Michael, das gibt Ruhe, Gelassenheit, den Schutz im Tag, wenn man auch einen Tag vor sich hat, wo man einfach auch in seiner Mitte sein möchte, wie zum Beispiel hier in einer Messe oder einem wichtigen Tag hat. Oder der Erzengel Raphael, er schenkt Energie, Lebensfreude, Kraft. Dann haben wir noch die Liebe, dann ist man den ganzen Tag in der Energie der Liebe. Und der Erzengel Jophiel, er unterstützt in der Harmonie, Gelassenheit, Ruhe zu bewahren im Alltag.
Also ein tolles Sortiment, um seine Schwingung wieder auszugleichen, zu sich zu finden und natürlich die Schwingung der Erzengel mitnehmen zu können in den Tag. Dann bleibt mir bloß noch zu sagen, ganz vielen Dank, dass ich dich befragen durfte und weiterhin alles Gute und viele Menschen, die damit ihre Schwingungen dort wieder hinbringen, um sich wohlzufühlen. Genau, vielen herzlichen Dank. Danke. Liebe Zuschauer, Engelessenzen und die ganze Schwingungsthematik, immer mehr Thema bei immer mehr Menschen. Probieren Sie es, die Praxis Kraftquelle und die Daniela Schenkel sind Ihnen bestimmt ein guter Berater. Ein ganz großes Thema unserer Zeit, Treibstoff sparen, die Umwelt schonen, vielleicht sogar eine Leistungssteigerung, da scheint es jetzt eine neue Lösung zu geben. Ich bin hier am Stand bei Gregor von Drabich bei der Firma BE Fuel Saver. Was darf ich mir darunter vorstellen, Gregor? Der Fuel Saver ist ein kleines Metallstück, das in den Tank gelegt wird. Hier, so sieht der aus. Und der koppelt sich ans Ätherfeld an und energetisiert den Treibstoff. Und wenn jetzt der Treibstoff eingespritzt wird in die Brennkammer deines Fahrzeuges, dann brechen die langen Kohlenwasserstoffketten auf und es kann sich mehr Sauerstoff anlagern. Klingt komplizierter als es ist. Einfach in den Tank tun, spart man ungefähr 10-20% Treibstoff. Wir haben auch uns die Broschüre natürlich vorher durchgelesen und haben gesehen, dass das natürlich auch ganz interessant ist, gerade für Busunternehmen, für große Fuhrparks, Speditionen, Bauunternehmen und sowas. Wie ist es in dem Bereich? Weil da laufen ja andere Literzahlen durch, wie bei so einem Wagen, der jetzt 4 Liter Sprit braucht. Ja genau, das stimmt völlig. Die fahren erstmal 75.000 oder 100.000 Kilometer im Jahr, zum Teil sogar mehr. Also anders als wir, die wir vielleicht 20.000, 30.000 Kilometer fahren im Jahr. Und dann brauchen die eben 30 Liter Treibstoff pro 100 Kilometer. Und wenn die natürlich nur 5% sparen, dann sind die schon überglücklich, weil das für die unheimlich viel Geld ausmacht. 100.000 im Jahr bei größeren Unternehmen. Das ist die Seite der Finanzen, die natürlich jedem gut tut, klar. Aber der zweite Punkt, der mir immer auch wichtig ist, wie sieht es denn aus mit dem, was hinten aus dem Auspuff rauskommt? Verändert dieser Fuel Saver dort auch was? Das ist eigentlich das Wichtigste für uns. Wir reduzieren also sehr, sehr stark die toxischen Abgase. Also vor allen Dingen Rußpartikel, auch die Nanopartikel werden eliminiert. Die kommen dann nicht raus und die sind ja besonders schädlich für unsere Lungen. Ja? Die groben Partikel werden ja jetzt ausgefiltert mit den Filtern, mit den modernen. Aber die Nanopartikel, die gehen ungehindert bei uns in die Lungen rein. Und da helfen wir besonders bei den Dieselfahrzeugen, aber auch Kohlenmonoxid bei den Benzinern. Wir reduzieren allerdings nicht CO2, das muss ich dazu sagen. Ja. Das brauchen wir auch gar nicht reduzieren, das haben wir schon genug reduziert. Und außerdem wissen wir ja, dass die Autoabgase noch im einstelligen Bereich der gesamten Belastung mit CO2 sind. Ich weiß das, aber ich wollte es nur erwähnt haben, also da, weil wir eben den Verbrennungsprozess verändern, sich mehr Sauerstoff anlagert, reduzieren wir das CO2 nicht. Aber ich denke schon mal zwei Dinge, weniger giftige Stoffe, weniger Verbrauch, also schont den Geldbeutel um die Umwelt. Liebe Zuschauer, eine kleine, eher unscheinbare Erfindung, die aber einen großen Nutzen hat, vor allen Dingen, wenn wir damit unsere Umwelt schonen können. Wer ein großvolumiges Auto fährt, was viel PS hat und natürlich dann auch etwas mehr Treibstoff braucht, der wird es auch ganz stark am Geldbeutel spüren. Also ruhig schlafen und beruhigt in Urlaub fahren, denn der Fuel Saver macht es möglich. Mystische Dinge, Dinge, die aus einer ganz anderen Kultur kommen. Ich sitze hier im Zelt bei Timoteo, einem Indianer aus Peru. Und ihn möchten wir fragen, was er mit seinem Wissen den Menschen hier in Europa bringen kann. Hallo Timoteo, danke, dass ich dich interviewen darf. Timoteo, du bist weit weg von deiner Heimat. Was hast du den Menschen hier in Europa mitzuteilen? Ja, vieles, Liebe, Frieden, Freiheit und das wichtige Punkt ist, in der Ruhe bringen. Den Menschen in seine eigene Mitte, mit den, egal mit welchem Problem hat, aber muss einfach zentriert sein und klar zu sein. Nicht mit den so, es gibt verschiedene Dinge ins Gehirn kommt und ich mache das, lieber das. Und nee, muss einfach deine eigene Klarheit finden.
Das heißt, du bringst die Menschen wieder aus ihrem Alltagsstress, aus ihrer Alltagshektik in ihre Mitte, in die Ruhe. Welche Hilfsmittel nutzt du da? Es zwei verschiedenen, also körperlich und geistig. Ich konnte mit meiner Wissen, konnte durch seine Personalität, kann ich einfach in seine Ruhe bringen. Ja. Und zweite ist, mit den verschiedenen Ritualen kann man auch einen Menschen in seine eigene Ruhe. Ja. Aber selber, wenn ich mache die Ritual selber, sie macht sie selber auch. Aber das ist eine Unterstützung von mir in dieses Vertrauen auch. Die Vertrauen ist wichtig. Vertrauen ist ein ganz wichtiger Punkt. Dein Wissen ist ja bestimmt von Generation zu Generation überliefert worden. Aus wie alt ist dieses Wissen, was du hier anwendest für die Menschen aus diesen Ritualen, die ja früher nur von Schamanen durchgeführt wurden? Wie alt ist das Wissen? Es ist alt, aber selber weiß das nicht. Aber schon von Familie zu Familie, zu Generation zu Generation. Wir bekommen von unserem Vater und Vater, von meinem Großvater weiter so weiter. Und, aber genau, ich glaube es von wo die Menschen hat kreiert, ist schon in jeder Kultur ist jede haben wir unsere Gaben. Sobald ein Mensch ist ins Welt gekommen ist, jeder hat seine Gabe. Du bist auch heilend tätig, das heißt Menschen kommen zu dir, die auch körperliche Gebrechen haben und körperliche Schäden. Kannst du ihnen mit deinen Ritualen auch helfen? Das ist sehr unterschiedlich. Ja. Wenn es sehr gefährlich ist, also körperliche Krankheit, lieber zu einem Arzt. Ich empfehle lieber, gehst du zu einem Arzt, weil es schon in einer Situation, wo ich kann das nicht. Ich kann nicht alles. Lieber einfach gehst du zum Arzt und er macht weiter seine Arbeit. Also dein schamanistisches Ritual, was du anwendest, wenn du mit Menschen arbeitest, geht mehr in das Thema Bewusstsein. Du unterstützt sie, dass sie sich selbst heilen. Ja, genau. Und nicht blockieren. Die Menschen blockieren sich selber. Seine eigene Kraft, seine eigene Form blockieren sie. Unbewusst oder bewusst. In Liebe zum Beispiel, die Leute halten sie etwas, brauchen wir das nicht. Ja. Vielleicht können wir das Alter wissen, was du uns hier von deiner südamerikanischen Tradition vermittelst, einsetzen, um auch wieder mehr in die Ruhe zu kommen und in unsere Mitte. Viele Dinge gibt es auf der Welt, die wir oftmals nicht glauben wollen. Aber es ist wichtig, auch in andere Kulturen hineinzugehen, zu vertrauen und zu sehen, was wir selbst für Möglichkeiten haben. Ich danke dir, Timothée. Jetzt stehe ich hier bei der Susan von Lithios Lichtkristallen. Auch das ist etwas, was viel mit unserer Schwingung zu tun hat. Jetzt wollen wir die Susan einfach mal fragen, was sich unsere Zuschauer darunter vorstellen können. Lithios Lichtkristalle, hallo Susan, schön, dass ich dich fragen darf. Du hast ja was in der Hand. Was ist das und wozu ist es gut? Danke Norbert, dass du mir die Möglichkeit bietest, hier auch zu sprechen. Ich habe hier ein Engelstor mitgebracht, weil das Engelstor eigentlich das ist, was unsere Kundschaft am meisten auch kauft. Und zwar aus diesem Grund, weil es uns wirklich gerade mit den höheren Lichtdimensionen in Berührung bringt. Das heißt, viele Menschen suchen heute den Kontakt zu den Engeln, aber sie wissen nicht, wie sie den herstellen können.
Und mit diesem Engelstor, das heißt auch so, können wirklich die Menschen gleich in Kontakt treten mit den Engeln. Also ich spüre auch jetzt gerade, dass sehr die Energie hier jetzt steigt. Vielleicht spürst du auch was, dass die Engel jetzt wirklich zu uns kommen. Es ist eine Nahrung für die Seele auch, weil es uns mit reinstem Licht nährt und natürlich die Chakra harmonisiert. Und es bindet uns da auf der Erde an. Wir sind verbunden auch mit der Mutter Erde, was ja sehr wichtig ist. Weil viele Esoteriker, das kennst du sicher auch, die sind ja immer in der geistigen Sphäre. Aber ich sage immer, wir wohnen hier auf der Erde. Ich muss mein Leben hier auf der Erde meistern, mit Freude. Und die Freude, ja, und die Freude ist uns abhanden gekommen. Und wenn wir uns aber verbinden können auf eine gute Weise, also gute Weise, das habe ich jetzt gewertet, möchte ich nicht, einfach eine Weise, die uns hilfreich ist, jedem Einzelnen so, wie er es braucht, dann machen wir etwas Gutes. Und mit diesem Engelstor, mit unseren Lichtkristallen ist das möglich, dass wir uns anders anbinden können. Wie wendet der Zuschauer ihn an? Er platziert ihn an einer bestimmten Stelle, muss er auf was achten, zum Beispiel Sonne und so weiter. Wie soll er denn zu Hause platziert werden? Also die Engel haben gesagt, sie wünschen sich einen schönen Ort zu Hause, wo man immer hinschaut, weil das sie sich freuen und das harmonisiert das ganze Haus. Mit diesem Engelstor kriegen die eine Initiierung. Wir machen eine Initiierungsmeditation, damit das Engelstor dann ihr persönliches Engelstor ist. Dann stellen sie es zu Hause hin. Und das wirkt dann im ganzen Raum, das harmonisiert, das reicht für ein riesiges, wirklich für ein Gebäude sogar, weil das Engelstor hat ein Riesenpotenzial. Ist genauso gut für eine Wohnung und das reicht auch. Es neutralisiert auch Elektrosmog, so dass es für uns nicht mehr schädlich ist. Und was natürlich gut ist, wenn jemand meditiert, dann darf er das gerne in die Hand nehmen und mit diesem Tor meditieren, weil dann wirklich gleich die Verbindung zu den Engeln spürt. Menschen, die schon etwas Sensibilität entwickelt haben, aber auch andere, die spüren so ein Kribbeln oder das Tor wird ganz warm, weil die Verbindung wirklich entsteht. Es ist ja richtig schwer. Aus was ist das? Das ist aus Glas gemacht, weil wir müssen ein Material haben, das nicht das frei ist von irgendwelchen Programmierungen. Und Glas ist das, reines Glas. Weil diese Lichtkristalle, die werden hergestellt, also ein Glasermeister, der die macht, dann mit Laser wird das zum Beispiel dieser Engel, dieses Logo von Lithias hier reingelasert. Dann kommen die Rohlinge in einen speziell vorbereiteten Raum, wo keine menschlichen Programmierungen drin sind. Und dann werden die von den Engeln initiiert. Also die Engel programmieren die so, dass sie dann für uns am besten sind. Also da ist nichts Menschliches drinnen. Du hast uns da noch was mitgebracht. Das ist ein Buch. Ist dort alles, diese gesamte Thematik um diese Kristalle beschrieben? Da ist alles drin. Lithias Lichtwelten, das ist ein Geschenk wirklich für jeder, weil da sind alle Initiierungsmeditationen drin. Also was Antje, das ist sie, wo die Botschaften bekommt für jeden Lichtkristall, da ist jedes Channeling drinnen und auch das geistige Potenzial beschrieben. Also was kann ich jetzt zum Beispiel mit diesem Engelstor machen? Eben, dass den Raum harmonisiert, dass es uns mit Licht durchflutet, euch in die Dimensionen der Engel erhebt, das ist alles drin beschrieben. Da können wir unseren Zuschauern sagen, das können Sie in Kürze bei uns auf der Shoppingliste sehen und dort auch alle Bezugsquellen, dass Sie sich informieren können, wie die Thematik mit diesen Lithias-Lichtkristallen funktioniert und in Ihr Leben kommen kann. Dann sage ich ganz vielen Dank, Susan. Ich hoffe, wir sehen uns mal bei Time to Do. Es würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall, ich nehme die Einladung gerne an, weil es hat Spaß gemacht und danke, dass du uns die Möglichkeit gibst, uns da bei euch zu präsentieren, also bei dir, Norbert. Herzlichen Dank. Machen wir für unsere Zuschauer natürlich gerne. Und wieder habe ich einen getroffen, den unsere Zuschauer schon kennen, der sich ebenfalls auf der Lebenskraft 2013 präsentiert, der Homöopath und Naturheilpraktiker und Vitalfeldtherapeut Andi Bär. Hallo Andi. Hallo. Ist schön, dass ihr da vorbeikommt an unseren Stand, an der Lebenskraft. Einen schönen Sonntag heute. Alle viel mit Power und Energie da. Ganz tolle Messe hier.
Wie war denn die Reflexion auf unsere Sendung und auf deine Präsenz hier auf der Lebenskraft? Also ich war sehr, sehr überrascht nach der Sendung da mit uns am 26. bei euch in Schweiz 5. Hat so im Schnitt jeder Zweite mich erkannt oder wiedererkannt am Messestand, hat mich darauf angesprochen auch und gesagt, wow, war schöne Sendung, ist extra vorbeigekommen, wollte die Dinger mal in die Hand nehmen, da unsere kleinen Similibus, die kleinen Chip. War ganz toll das Erlebnis, ja. Fangen die Leute an, das zu verstehen, dass es nur um die Schwingung geht und nicht um die Materie? Ja, also gegenüber anderen Jahren kann ich sagen, doch, das Verständnis ist sehr, sehr viel größer. Du hast es auch ganz toll gezeigt mit dem ins Glas und dann ein bisschen Wasser in diesen Chip rein. Das hat Eindruck gemacht und die Leute verstehen schon besser, ja, dass man einfach so den Milchzucker, die Kügelchen weglassen kann und die Informationen nur über gutes Wasser weitergibt. Auch das Thema Vitalfeldtherapie, gab es da auch eine Reflexion? Ja, auch. Wir hätten ja gerne hier am Stand Live-Messung gemacht, aber es ist ein bisschen laut hier, es braucht ein bisschen Ruhe für das, ein größerer Stand, aber wir sind da kurzfristig reingerutscht und das war einfach nicht mehr organisierbar. Die Leute kommen halt zu mir in die Praxis, das machen. Aber wir haben uns aufgehängt, wir haben mit vielen, haben wir auch da ein bisschen gequatscht darüber und geredet und da die Toxine und alle die Blätter, wie du dies ja schön auch im Bildschirm präsentiert hast in der Sendung, haben wir da schön gezeigt und es macht schon Eindruck, also wir haben viele Anmeldungen, es kommt. Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch die viel schönere Lösung in der tollen Praxis und vielleicht gibt es noch was Leckeres zu essen von deiner Frau. Immer, immer und gutes Wasser vorher, dass dann die Energie auch gut fließt, dass alles gut messbar ist, ist richtig wichtig, dass genug Wasser im Körper ist, ganz klar. Ja. Ich möchte noch mal kurz ansprechen auf das Thema Sense of Life in Rumänien. Gab es auch da Reflexionen von den Zuschauern zu diesem Projekt? Ja, es wird immer als ganz, ganz tolle Idee aufgespürt. Die Leute sagen, ja, es ist wichtig, nötig. Man weiß, dass heute in der Schweiz kaum mehr möglich ist, einen vernünftigen Preis Langzeiterholung zu machen. Und dieses Projekt eigentlich das erfüllt. Nebst dem, dass ja neue Arbeitsplätze dann stehen, was für Rumänien wichtig ist, weil die Leute sollen ja nicht zu uns kommen, die sollen da einen Job haben. Und die andere Seite, wir können günstig dahin gehen und das ist ein doppelter Nutzen. Ich denke, das ist eine tolle Idee und die Leute finden es auch so. Wir haben viele Flyer verteilt und ich hoffe, die richtigen Sponsoren, Gönner und Investoren zeigen sich auch demnächst. Das ist natürlich genau die Geschichte. Danke an die Bär für die Information. Liebe Zuschauer, so ein Projekt wie Sense of Life in Rumänien hat, wie es der Andi schon gesagt hat, einen Doppelnutzen. Erstens, die Menschen aus Rumänien bleiben vor Ort, weil sie Arbeit haben und dazu noch eine sinnvolle. Und Menschen aus Europa, die Langzeiterholung brauchen, können das dann dort unter perfekter Betreuung nutzen. Auf der Messe ihn wieder getroffen. Unsere Zuschauer kennen ihn zum Thema Naturschallwandler Giorgio Benedetti, der sich dem Thema Crystal Essence angenommen hat. Hallo Giorgio. Hallo Norbert. Crystal Essence, was können die Zuschauer sich darunter vorstellen und wofür ist es denn gut? Genau, der Name sagt schon Crystal Essence, also geht dann um Wasser. Wasser ist ja der beste Informationsträger, wie wir wissen. Da sind drin Kristalle aufgelöst, deshalb Crystal Essence. Und sehr viele verschiedene Kristalle und mit Quellwasser angesetzt. Und da steigt die Schwingung der Energie also über 140 bis 150 Tage, nimmt immer mehr zu, stoppt dann. Und wenn man es dann trinkt, dann sind da also sehr gute Effekte. Da reagiert jeder individuell drauf. Es gibt dann auch Pasten zum Einnehmen, es gibt Cremen, aber es ist immer das Wasser ist die Basis. Und da gibt es halt eben Leute, die, also Wunden, die sich schnell schließen, kleine Geschwüre, die weggehen, Depressionen, die verschwinden. Also die Wirkkraft ist enorm und die Rückmeldungen sind, seit es das gibt, eigentlich sehr gut und nehmen ständig zu, immer wieder. Also ein gutes Produkt, was zu dir passt. Du bist ja ein Mensch, der viel mit dem Thema Schwingung macht und über das Musik, über Elodia, über die Naturschallwandler. Und wir wissen, Wasser, auch ein ganz großes Schwingungsthema und ein wichtiges Thema für unseren Körper. Wo können es unsere Zuschauer beziehen, wenn sie es ganz schnell haben wollen? Ja, also im Moment bekommt man es bei uns, Elodia. Kann man www.elodia.ch eingeben, kann man da bestellen. Es wird jetzt ein Netzwerk aufgebaut mit Therapeuten, mit Händlern über die ganze Schweiz. Es gibt eine Genossenschaft. Also wir suchen auch Therapeuten, die damit arbeiten, weil die Wirkung ist so groß und so stark, dass es eben wegen der Heilmittelgesetze wichtig ist, dass das eben auch gut betreut ist, dass die Menschen betreut sind damit.
Es gibt auch Informationen, man kann sich informieren, wie die Cremes wirken, wie die Pasten wirken. Genau, natürlich. Also da kann man jederzeit auch anrufen bei uns und eben es gibt dann diese Therapeuten, die, wo dann über die ganze Schweiz verteilt ein solches Netzwerk besteht, wo ausgetauscht wird, Informationen weitergegeben werden. Ja. Perfekt, vielen Dank. Besser hätte keiner sagen. Giorgio, herzlichen Dank für deine Infos. Liebe Zuschauer, Crystal Essence, auch wieder ein Produkt, was Ihren Körper in den Zustand bringt, wo er eigentlich sein soll. Nutzen Sie die Kräfte des Wassers, nutzen Sie die Kräfte der Natur. Vier Tage auf der Lebenskraft ist schon ganz schön anstrengend. Viele Stände besucht, viele Interviews geführt, viele interessante Dinge kennengelernt. Aber man ist nicht mehr der Jüngste, wie der junge Mann neben mir. Und wie hat es dir gefallen? Gut. Kommst du nächstes Jahr wieder mit der Mama? Ja. Sehen Sie, die jüngsten Besucher kommen nächstes Jahr auch wieder und es würde mich freuen, wenn ich Sie auch nächstes Jahr wiedersehe zur Lebenskraft 2014. Alles Gute bis dahin. TimeToDo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berserie.